Also die erste Hürde ist genommen. Und ja, wir sind jetzt richtige Seeds. Beziehungsweise kommt heute Abend so eine Art Abschlussball oder so eine Art Feier, dass wir es geschafft haben. Okay. Seed Level 7. Wieso habe ich nun Urteilsvermögen von 50? Das ist doch blöd. Also Angriffsstärke hat damit zu tun, also man kann ja gewisse. Man hat ja diese Zufallskämpfe und ich glaube ab 20 Gegnern oder so, oder 50, ich weiß es nicht, bekommt man die volle Punktzahl. Habe ich jetzt absichtlich nicht gemacht. Ich habe halt nicht so rumgemehrt und bin normal gelaufen und da bekommt man halt weniger Punkte. Aber wir haben es trotzdem auf Level 7 geschafft. Bin neben 80 Punkte. Habe ich jemanden angeredet, den ich nicht anreden sollte? Ich weiß es nicht. Egal. Ergebnis ist eigentlich ganz gut. So, ab jetzt können wir auch Seed-Tests machen, die unseren Level steigern. Beziehungsweise auch alles, was wir, wie wir uns verhalten, was wir machen und so weiter, wird auch Einfluss auf den Seed-Rang nehmen. So. Okay, wir sollen uns anziehen. Das ist jetzt unsere neue Kleidung da drüben, was Selfie anhat. Und sieht eigentlich ganz hübsch aus. Wobei ich die andere schöner finde. So, ziehen wir uns mal um. Und jetzt geht's ab zur Feier. Oh Gott, ja, okay, hier merkt man es besonders, diesen MIDI-Ton. Ich meine, ich mag MIDIs, aber in einem Spiel finde ich, in einem modernen Spiel, halbwegs modernen Spiel, gehört das nicht wirklich rein. Aber egal. Also Squall ist so ein Muffel, der steht nur in der Ecke rum und wartet eigentlich, bis es vorbei ist. Ich meine, ich bin auch nicht wirklich anhänglich, aber da kann man doch mal ein bisschen mitfeiern. Oh, da ist Selfie wieder, die versucht hier auf der Feier jeden anzusprechen, beim Fest mitzumachen, bei diesem Komitee. Und irgendwie hat keiner Interesse. Joa, können wir eigentlich mal machen. So, die Sequenz ist wieder echt klasse, wie sie den Himmel dargestellt haben und den Mond. Ist richtig schön. Ab und zu stockt es wieder, leider. Ja, diese Unbekannte hier ist Rainoa. Die kriegt man, also die mit der bekommen wir halt nachher noch richtig zu tun. Nanu, die Musik ist auf einmal weg. Ja, wird wohl normal sein. Und ja, sie versucht uns irgendwie zu umgarnen. So. Eigentlich müsste. Doch, da ist es wieder. Ich habe mich gerade schon gewundert. So, auf jeden Fall werden wir jetzt genötigt, mit ihr zu tanzen. Und wie ihr sehen könnt, Squall kann es einfach nicht. Das erinnert mich an meine Tochter, wenn es mal irgendwie nicht klappt oder stolpert oder was auch immer, gleich beleidigt abziehen.
Schade, dass man später nicht mehr in diesem Raum ist. Also ich frage mich auch, wo das ist. Ich glaube, da kommt man später gar nicht mehr hin. Wo könnte das sein? Also so ein Feuerwerk möchte ich gerne mal zu Silvester haben. Gestern, das war ja so läppisch. Ab und zu mal ein Knaller. So, wir haben uns von der Party abgemacht, weil es anscheinend nervig ist, die ganze Zeit rumzutanzen und das Mädel auch abgehauen ist. Sie hat uns allein gelassen, aber dafür kommt jetzt Quistis. Und ja, wie man sehen kann, Squall ist das so ziemlich egal. Die Beziehung zwischen den beiden ist wie so eine Art, also jetzt gerade am Anfang, später dann nicht mehr, so eine Art, ja, Teenie-Liebe, keine Ahnung, ob man das so sagen kann. Aber hier irgendwo vertauschte Rollen, weil eigentlich ist Quistis ja die Erwachsenere und Squall, ja, mehr so das bockige Kind. Hier ist es aber eher so, dass er auf kalt tut und unnahbar und sie rennt ihm wie ein hechelndes Hündchen hinterher. Das ist schon, naja, ist Gott sei Dank nur am Anfang so. Ich finde, das passt doch nicht wirklich zu ihr. Also auf diesem Balkon werden wir ganz am Ende nochmal zurückkommen. Könnt ihr euch ja schon mal merken. Okay, also das heißt, wir müssen uns jetzt nochmal umziehen und dann zur Übungshalle kommen. Ach je, wo sammeln? Ja gut, zivil am Eingang der Übungshalle. Da gehen wir mal dahin. Mal sehen, wie sehen eigentlich die HP aus. Ah ja, dann können wir, ich glaube, wir können uns gerade mal kurz umziehen und dann auch kurz ausruhen. Da sind auf jeden Fall die HP wieder geheilt. Ausgeht anscheinend gerade nicht. Egal, ist nicht so schlimm. So, nochmal speichern. Ja, ich bin speichergeil. Aber sicher, sicher. So. Also wir kommen aus den Quartieren und wenn wir zur Übungshalle müssen, müssen wir jetzt nach rechts abbiegen. Es ist immer noch Nacht im Garten, keine Sau rennt hier rum. Nur die Ausbilder versperren die Eingänge, wie man sehen kann. Ich glaube hier unten auch genau. Und wir können eigentlich auch eh nur hier zur Übungshalle rein. So, da ist Quistis. Genau. Also sie spricht jetzt über den Gegner Archeodinos. Das ist eins der fiesesten Gegner hier in Balam Garden, beziehungsweise gibt es den auch draußen in den Wäldern. Und richtig heftiges Vieh. Ja, wir können mit Zustand K können wir den einschläfern sozusagen und dann mit Zaubern nachhelfen. Genau, sie erklärt uns jetzt wieder ein bisschen was von Zustandseigenschaften. Das hat aber eigentlich, also an sich ist es dasselbe wie mit den normalen Kopplungen. Nur, dass wir da nicht Stärke und Magie koppeln, sondern zum Beispiel, ja, wir könnten jetzt bei, also es gibt Element Angriff und Element Abwehr. Bei Element Abwehr, wenn man da zum Beispiel Blitz macht und da steht dann dahinter 100%, heißt, dass wir von Blitz nicht mehr geschädigt werden und sogar geheilt, wenn ich mich nicht irre. Bei Element Angriff kann man, oder beziehungsweise, ja doch, Element Angriff kann man dann zum Beispiel Blitz und so weiter koppeln. Und da würde man mit dem Element Blitz angreifen. Das ist gerade bei diesen Viechern wie der Spinne vorhin gut. Und dann gibt es das beides nochmal mit Zustand. Zustand Abwehr, wenn man zum Beispiel Gift koppelt, ist man
Also absorbiert man Gift, man wird dadurch nicht geschädigt und vielleicht sogar geheilt, ich bin mir nicht mehr so sicher. Und bei Zustand Angriff wird der Gegner pro Schlag dann, also gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass der Gegner also mit dem Zustand belegt wird. Ich werde es jetzt nicht erklären, also hier durchlaufen lassen, sondern wegdrücken. Genau, wir müssen Schlaf mit Zustandskopplung koppeln und dann wird er beim Pro-Angriff dann immer eingeschläfert. So, mal sehen, ob wir das überhaupt haben. Sie hat ja eh keine Viecher mehr. So, da können wir ihr gleich Sirenen geben und. Na komm, GF. Draw. Zauber. Abilities hat es noch nicht. Und. Na, na, komm. Das abkoppeln. Beziehungsweise kann man unter Truppe. Austausch kann man dann alles tauschen. GFs, Kopplungen, Zauber und so weiter. Jetzt hat natürlich Xell jetzt unsere Sirenen. Die werden wir jetzt abkoppeln und manuell geben. GF, Sirenen. So. Und Selvi dasselbe. Da werden wir aber auch mit Austausch arbeiten. Da. Beziehungsweise. Nee, machen wir anders. Squall, tausch alles. Alle Zauber von ihr. Und Dreieck weg. Und dann normal die GFs abkoppeln. So. Ups, nee, das war falsch. Abkoppeln so. Und jetzt können wir die wieder verteilen. Ich werde, wisst mal noch. Was mache ich denn? Na, eigentlich wollte ich ja erst Sirenen geben. Gebe ich mal Sirenen. Und Stärke. Habe ich irgendwelche Abilities? Nee. Kann ich denn andere Zauber. Mit sehen, wegen diesem Zustandkopplung kann ich leider noch nichts koppeln. Obala. Aber ich kann Statusattacke. Da kann ich zum Beispiel. Genau. Ah, okay. Das ist dieses, was wir koppeln können. Damit greifen wir dann an. Das ist, hier steht das, hier seht das, Zustandskopplung nach links. Das heißt, wir können jetzt hier Schlaf drauf koppeln und greifen dann mit Schlaf auch immer an. Sie hat mir hier was anderes drauf koppeln. Blitz, weiß ich nicht. Analyse, ja, ist wohl das Beste momentan. Und bei Squall, deswegen sollte man auch immer manuell koppeln, da man mehr Wert auf andere Sachen legt. Er kriegt noch Ifrit. Und gehen wir auch auf Stärke. Also hier seht ihr, jetzt könnte man theoretisch auch Karte koppeln. Dass, wie gesagt, wenn jetzt der Gegner schwach genug ist und wir dann die Ability Karte benutzen, kann der in eine Karte verwandelt werden. Da wir aber an sich genug Karten haben und es auch nicht schwer ist, die zu gewinnen, lassen wir das einfach und gehen hier auch auf Zauber. Und ja, das war's. Aber ich werde noch mal ganz schnell. Wo hat Quistis eigentlich Schlaf her, frage ich mich gerade. Habe ich das schon gekoppelt? Getraut? Das weiß ich gar nicht mehr. Er denn auch? Ja, er hat auch Schlaf 100 mal. Egal. Wer weiß. Irgendwo habe ich es her. So, jetzt gehen wir mal in die Übungshalle. Ja, ab diesem erdigen Boden geht es dann los, dass wir angegriffen werden können. Wir gehen jetzt mal hier unten lang. Wir könnten auch links gehen, aber. Ist total egal, was wir da machen. Ich glaube, der Weg ist sogar kürzer. Das ist Krat. So, auf jeden Fall werde ich schon mal eins platt machen und dann werde ich gucken, ob die interessante Attacken haben, also Zauber haben, ob ich da was drawen kann.